Lufthansa rechnet mit der 787 im Sommer. Was hat es damit auf sich? Die Condor Business Class wurde uns gezeigt. In meinen Augen sehr, sehr hübsch. Und dann natürlich, wie viele Fluggesellschaften, immer wieder am Anfang des Monats ihre Art Meilenschnäppchen oder ihre reduzierten Preise anpreisen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran an den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr eure tägliche Dosis an Meilen, Punkten und an Status bekommt. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Glocke anzumachen, unten ein Like dazulassen und vor allem zu kommentieren. Das erste Thema, was wir heute haben, ist von der Austrian Airlines. Die Austrian Airlines beendet als gefühlte letzte Fluggesellschaft der Lufthansa-Gruppe die Maskenpflicht. Auch hier gilt natürlich, dass die Maskenpflicht als solches nicht aufgehoben ist, aber es gibt natürlich dann keine Pflicht mehr, in Anführungsstrichen, vom Personal das zu kontrollieren. Aber ihr seid immer noch verpflichtet, die Maske zu tragen. Ich habe auch einige Berichte gehabt, dass Lufthansa-Crews das immer noch enforcen, wie das so schön auf Englisch heißt. Und rein rechtlich seid ihr verpflichtet, die Maske zu tragen. Und ein Kollege, der halt geschrieben hat, der war auch fast schon wieder rausgeflogen aus dem Flugzeug. Und die Mediziner warnen natürlich vor einer erneuten Corona-Welle. Es gibt ja auch Länder in Europa, die auch wieder erhöhte Corona-Zahlen haben. Aber bis vorerst 23. August hat die Austrian das Thema beendet. Man kann jetzt darüber kopfschütteln oder sagen, es ist so, wie es ist. In meinen Augen, jeder, der sich sicherer fühlt, kann die Maske weiter tragen. Wer es ignorieren möchte, in Gottes Namen, soll es auch tun. Aber lasst uns nicht das Ganze politisieren. Dann hatte ich berichtet, dass der Economy Light Tarif wird weiter verschlechtert oder soll ich sagen verschlimmbessert. Die Fluggesellschaften haben ja wie so eine Seuche diese sogenannten Unbundled-Tarife. Also das heißt, dass man diese Bundle, die man vorher geschnürt hat, wobei ich in der Meinung bin, das war nie ein Bundle, das war einfach komplette Dienstleistung, dass man jetzt den Economy-Light-Tarif so weit kastriert, nachdem man das Gepäck weg hat, dass man jetzt keine Sitzplatzreservierung mehr kostenlos inkludiert hat. Und jetzt fällt im Light-Tarif eine Gebühr von 25 Euro pro Flug an. Und man muss halt einfach sagen, dass die Swiss 30 Franken dafür berechnet. Für Statuskunden muss man halt einfach gucken. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Statuskunden oder Nicht-Statuskunden. Aber man konnte halt als Passagier mit Status jeden Sitzplatz auswählen. Ich denke, man bekommt in der Lounge oder wo auch immer, natürlich, wenn man nicht da fragt, einen anderen Sitzplatz, aber es ist a Kreuz, wenn man so schön sagt. Also was ist eure Meinung zu dem Thema Unbundling? Sagt ihr ganz einfach, hey, das macht Sinn? Ich habe ja auch viele Kommentare gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung zu dem Thema ist ganz, ganz einfach. Und zwar, wenn man Essen kostenpflichtig macht, wenn man Sitzplätze kostenpflichtig macht, wenn man Gepäck kostenpflichtig macht, dann muss man auch den Preis billiger machen. Aber man hat den Eintrittspreis nie niedriger gemacht. Man hat also immer nur drauf gesagt und damit den Durchschnittspreis erhöht. Klar kann man kommen mit Inflation, mit anderen Kosten, aber was ist denn mit den Treibstoffzuschlägen, was ich auch in der Diskussion gesagt habe? Hey, die sind ja nie gesenkt worden, zumindest ist mir das nicht bekannt. Wenn jemand von euch weiß, wann Treibstoffkosten gesenkt worden sind, unten kommentieren. Also seid wachsam, wenn ihr einen Leittarif bucht. Und zwar muss man halt einfach gucken, was da passiert. Ich glaube, ab dem 23. Juni war es, oder 26. Juni, ich sehe das Datum jetzt nicht, ne, 21. Juni ist es. Also insofern, ab da neue Zeiten. 787 Dreamliner von Boeing. 2 Jahre gab es ja, soll ich sagen, Malesche mit dem Flugzeug. Heißt also, bei dem Flugzeug war es problembehaftet. Man hat diese Probleme anscheinend jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Die FAA hat gesagt, ihr müsst Dokumente nachliefern und diese sind anscheinend nachgeliefert worden und man möchte jetzt wieder da in die Lieferphase reingehen. Und die Delta Alpha Bravo Papa Alpha, das ist die erste 787 Dreamliner, die Lufthansa bekommt, soll schon im Sommer ausgeliefert werden. Und ja, was soll ich dazu sagen?
Spätsommer 2021, Dezember und jetzt also ein Jahr verspätet. Und dann geht das Flugzeug natürlich erstmal in eine längerfristige Kabinenumrüstung. Heißt also, es kriegt die Lufthansa-Kabine. Dann gibt es innerdeutsche Strecken, mit der man dieses Flugzeug fliegt, um die Crew zu trainieren. Und zwischen 2022 und 2027, also innerhalb der nächsten 5 Jahre, bekommt man bei der Lufthansa 32 787-9er. Und man hat auch gerade 777-9er um 7 787-9er erweitert. Ja, ganz genau. Und also weil die verzögert wird, die 777, das ist das, um es ganz klar zu sagen. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Im Prinzip ist das ja ein Flugzeug, was aus dem Boeing-Inventar war. Und da müssen wir halt einfach gucken, was Vistara da reingewurschtelt hat. Aber Lufthansa wird das kriegen. Das Flugzeug war ja auch frisch umlackiert, hat die ersten Testflüge über Washington gemacht. Also insofern hoffen wir, dass es kommt. Eine weitere Fluggesellschaft, die in Deutschland im Aufwind ist in meinen Augen, das ist die Condor. Die Condor kriegt eine neue Business Class in den 330er Neos. Wir haben ja alle schon gesehen, dass man mit diesem Ringellook spaltet. Und jetzt gibt es halt wirklich da neue Sitzplätze und Bezüge. Also da ist in meinen Augen alles tipptopp. Es gibt eine Premium Economy, es gibt eine Business Class, die Farbgestaltung. Ihr könnt euch die Bilder ja einfach anschauen. Alle Sitze verfügen über einen Monitor mit Touchscreen. Dann seht ihr auch hier einmal den Sitzplan der A330 Neo. Ja, da müsst ihr einfach mal gucken, was ihr da so seht. Also ihr seht dann einfach die Business Class, ihr seht die Premium Economy und dann logischerweise in der Business Class seht ihr auch sehr schöne Monitore. Ja, die Monitore 17,3 Zoll ist so Monitor groß und das ist natürlich echt hübsch. Also ich finde die Farben schön, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich slide einfach mal so durch und dann könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. British Airways hat genau das gleiche Problem wie die Lufthansa auch. Man hat an den Flughäfen zu wenig Personal, was den Check-in machen kann. Der Check-in an den Flughäfen leidet also unter Personalmangel. Wie wir auch gelernt haben, ist es ja so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Security psychologische Probleme haben, wenn sie so viele Leute sehen und das nicht abarbeiten können, weil sie nicht genug Leute haben. Also understaffed sind, wie man das im Englischen so schön sagt. Ja, man muss einfach mal gucken, was jetzt passiert. Also in London hat die British Airways jetzt ein Problem, ganz einfach deshalb, weil das Check-in-Staff möchte streiken. Ja, die möchten also streiken und da muss man einfach gucken, dass die Gewerkschaft da jetzt einfach sagt, ja, das ist unser Maß ist voll. Und die Antwort von British Airways ist, dass man hat festgestellt, dass einige von seinem Personal da bei diesen Ballots teilnehmen, also bei den Wahlen, ob man streikt oder nicht. Und man hat diesen Kollegen 10% mehr Geld auch angeboten. Also es geht auch um Geld. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass man streikt. 2019 ist schon gestreikt worden. Also bleiben spannende Zeiten. Singapore Airlines. Man hat die neue Premium Lounge eröffnet. Ja, ganz genau. Die Renovierung der Silvercris First Lounge und dann natürlich der Private Room ist größer geworden. Man hat 50 Millionen Singapur-Dollar investiert und wegen Covid ist das natürlich jetzt ein bisschen langgezogen worden. Aber man kann jetzt in diese Lounge rein und ist in Terminal 3, ist geöffnet 24 Stunden, 7 Tage die Woche und ist von 5.30 Uhr bis 2.30 Uhr. Morgens geöffnet. Also im Prinzip nur 3 Stunden geschlossen zum Putzen wahrscheinlich. Muss man halt einfach gucken bei den First-Class-Kunden, um dann nochmal kurz zu sagen, die Gold-Lounge ist natürlich 24 Stunden geöffnet. Das war, was ich meinte. Ganz wichtig. Und wer in den Private Room möchte, muss halt First-Class-Passagier von der Singapore Airlines sein. Da gibt es ein Press-Release drüber, aber da brauchen wir gar nichts großartig drüber sagen. Die Lounge, die Impressionen sprechen ja einfach für sich von der First Class Lounge, wenn man sich das anguckt und der Private Room auch. Ich war auch selber drin. Ich finde, es ist wieder sehr, sehr hübsch geworden. Also was ist eurer Meinung nach da hübsch? Wie findet ihr die Inneneinrichtung? Findet ihr es gelungen? Findet ihr es eher
sportlich, was dort angeboten wird, oder wie sieht das aus? Lufthansa Miles & More hat die Mein Schnäppchen. Aber KLM Air France hat eine Promo für Award-Tickets und die sind halt verfügbar, available, wenn man auf der englischen Seite unterwegs ist. Ne? Ach ja, nichtsdestotrotz, ich habe einen englischen Kanal. Für alle, die den gleichen Beitrag auf Englisch sehen wollen, vielleicht auch andere Themen sehen wollen. Manchmal habe ich dort andere Themen, aber auch zu den Themen andere Ausführungen, weil ich das natürlich live mache, ohne großes Skript, hat sich bei mir bewährt. Deshalb Kanal. Heißt auch Frequent Traveler TV, ohne das Deutsch. Deshalb die Änderung. Ja, die verfügbaren Routen sind Paris-Berlin mit 4.500 startenden Punkten. Dann geht es weiter mit diesen 4.500 Punkten von Paris nach Frankfurt. Amsterdam, Rom sind 5.625 Meilen. Das ist natürlich, wie ihr seht, KLM. Dann Paris, Rom natürlich auch, selbe Anzahl. 6.750 Amsterdam nach Prag, auch reduziert. Dann 6.750 Paris, Zagreb. Aber lasst uns nicht aufhalten mit diesen Punkten. Da sind nämlich die Rabatte alle 25%. Das Interessante sind die Langstreckenflüge. Und jetzt kommt Dallas. Oh, wir erinnern uns, Lufthansa Miles & More hat hier auch Dallas im Angebot. 18.000 Meilen, 25% rabattiert. Austin, Texas auch 18.375, 19.000. 50 Punkte Mexico City und dann geht das Ganze natürlich auch für 19.500 nach Mexico City, wenn man mit der KLM fliegt, also Air France KLM, Denver und so weiter und so fort. Salt Lake City mit 21.750 auch 25%, also grundsätzlich 25%, nicht wie bei der Lufthansa 50% Rabatt. Man muss einfach sich das Ganze mal angucken. Ich finde, die neue Seite ist nicht schlecht geworden. Ich finde sie eigentlich relativ hübsch. Und könnt mir ja eure Meinung sagen, ob da vielleicht ein Deal ist. Und vielleicht seid ihr ja KLM Air France oder muss ich Air France KLM jünger. Und ihr könnt dann sagen, ob ihr das mögt. Ich selber bin ja auch irgendwie mit Air Baltic, verbandelt ist falsch, aber Air Baltic mag ich, die sind sympathisch. Mit denen fliege ich regelmäßig. Und die haben jetzt zum Beispiel Riga-Pisa als Special Offer anstatt 10.500, 7.500 Punkte. Dann haben sie denselben Preis für Riga nach Thessaloniki, nach Griechenland, aber auch nach Edinburgh in England. Also drei Ziele gibt es, Special Offer. Und gibt es irgendwas zu beachten bei dem Special Offer? Bucht es so schnell wie möglich, weil Buchungszeitraum ist vom 1.6. bis zum 30.6. Reisedatum ist vom 1.7. bis zum 28. Und das sind natürlich Economy-Class-Tickets. Ja, mich hat gestern das Feedback von euch zu der SAS-Geschichte, fand ich spannend. Man hat ja mit Arco von Wolf, dem CEO, der hat ja auch gesagt, dass man zu viele Flugzeuge hat. Man möchte auch mit den Leasingfirmen, die den Flieger für die SAS geleast haben, oder beziehungsweise der Leasinggeber sind, will man auch Spezialdeals raushandeln, weil die einfach zu viele Flugzeuge haben. Heute ist die Aktie noch mal weiter runtergegangen an der Börse. Und zwar ist die Börsennotierung minus 5%. Also insofern, was soll ich dazu sagen? Traurig, aber wahr. Ja, spannende Frage. Dann die nächste Sache, noch ein Hinweis, deshalb habe ich das auch gesagt. Wenn ihr einen Status haben wollt über Aktionär, kam der Hinweis, man muss natürlich in Skandinavien den Wohnsitz haben. Aber da gibt es ja Mittel und Wege. Danke, dass ihr heute bei der zweiten Sendung von Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Denkt dran, den Abonnierbefehl, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, und zu kommentieren und ein Like dazulassen. Stammtisch habe ich heute nicht extra nochmal erwähnt. Ich denke, ihr wisst, dass wir einen Stammtisch haben am 11. in München, am 12. in Berlin und am 13. Juni in Hamburg. Ganz genau. Also ich freue mich, euch dort zu sehen und ich bin jetzt hier wieder raus. Also bis dann, ciao.